Ich weiß nicht mal, wie man Faden halten muss. Hab ich. Hast du? So, jetzt machen wir Luftmaschen wieder. Wieder diese komischen Dinge? Einfach nur durchziehen. Soll ich ein bisschen boosten, dann habt ihr mehr Luft? Einmal. Eins, zwei. Warte, nicht so schnell. Siehste? Oh Gott. Wenn Riesenluftmaschen, macht das was? Macht nichts. Und? Noch eine? Und noch einen. Ja. So, jetzt haben wir drei. Jetzt nimmst du, lässt du eine Masche aus und stichst in die zweite hinein und ziehst dir den Faden durch. Wenn das funktionieren würde. Ich habe die Wolle nicht besorgt, das war Mona. Was soll ich tun? So, du hast die drei. Wo? Hier. Da hast du ja die drei Luftmaschen. Ja. Jetzt nimmst du deine Nadel und piekst in zweite rein. Wo ist denn der zweite, bitte? Ja, da rein. Woher wisst ihr denn immer, was der zweite ist? Dann werden wir zählen können. Eins, zwei. So. So, und jetzt ziehst du dir hinten wieder den Faden einfach durch das Loch durch. Du denkst, du kriegst ihn ja durch? Guck mal hier, mein Kleiner. Du musst mal hier oben ein bisschen locker lassen, dann würde der Faden auch mitlaufen. Der ist locker, der ist locker. Glaub mir, der ist locker. Helf mir doch mal, Ina. Komm, komm, komm durch. Ich hab ihn. Ich glaube, so. Nee, ich glaube, ich hab ihn nicht. Doch. Ja? Ja, du hast nur zu viel. Was mag ich denn jetzt? Genau. Nein, dann mach die Nadel raus aus dem. Oh Gott, dann ist das wieder weg, wa? Genau. So, lass los ein bisschen. So, jetzt machst du das normal. Und da wieder reinpieken? Ja. Ist doch kacke. So. So, Faden nehmen. So? So? Oder wie? Ja, durchziehen. Aber der muss ein bisschen entspannter sein. Du darfst hier nicht so eine riesen Luftmasche haben. Ich will heulen. Wie kann man denn gerne häkeln? So. Und der soll jetzt da durch. Der soll da durch. Der geht da nicht durch. Guck, der geht immer weg. Na, dann zieh ihn doch mal andersrum auf der. Ja, so, genau. Und jetzt dreh mal die. Ja, und jetzt zieh durch. Komm, ich raus, komm. Jetzt kann er dir nämlich nicht ab. Egal. Jetzt sieht's leichter, wa? Ja. Und jetzt hast du die Beine drauf. Ja. Und jetzt ziehst du die eine durch die andere. Die vorderste durch die hinterste durch. Ja. Hast du? Hm? Dann hast du hier einen kleinen Ring. Das wäre dein erstes Blütenblatt zum Beispiel. Ich hab da einen Ring. Ich hab da alles Mögliche. Wenn das ein bisschen fester wäre, ja. Ja. So, dann machst du einfach weiter. Wieder drei Luftmatten. Eins, zwei. Ich hab aber eh eine Masche da noch drauf, ja? Drei? Ja, ist richtig. Du musst ja drauf. Ach, ja. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Komm her, du. Oh Gott. Ja. Und jetzt gehst du wieder in die nächste freie. Hier? Ja, da rein. Du machst es wieder genauso. Ziehst den hintersten Faden durch, dass du zwei hast. Mhm. Ja, und den vordersten durch den hintersten. Jetzt hast du hier schon zwei kleine Ringe dran. Ja, du vielleicht. Du auch gleich. Mhm. Oder Uni. Komm her, komm. Genau, dreh die mal einmal so runter. Dann kann der Faden dir nämlich auch nicht abhauen. Komm her, hier. Der geht nie. Der geht. Was ist, wenn er runterfällt, dann ist er weg. Dann ist er weg. Fängst du nochmal neu an. Echt jetzt? Nein, bleib hier. Ich will dich hier durch haben. Komm. Du kommst jetzt hier durch. Komm. Ja, siehst du? Das ist schön. Das müsste man jetzt ringsherum machen. Wisst ihr, warte, das sieht aus wie eine Mickey Maus. Wir machen eine Mickey Maus. Wir machen keine Blume, wir machen eine Mickey Maus. Das wird keine Blume. Nochmal drei so eine Dinger, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Jolo. Eins. Vielleicht anderthalb, zwei, drei. So, dann soll ich wieder durch das komische Loch da durch. Aha, hast wieder viele dran, ja? Nein, ich musste mir ja mitnehmen. Ach, die wurde mal, ja? Wie schnell machst du denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht ihr das? Ist das nicht eine tolle Blume? Das ist ein Traum. Das wird schon. Das ist eher nicht so schlimm. Man muss das halt ein paar Mal probieren. Vielleicht sollte ich ganz dicke Wolle nehmen. Huch. Ich glaube, meine ersten 20 Blüten konnte ich weghauen. Ich glaube, so viel Geduld halt ja nicht. Bist du schon rum? Ich bin rum, ja. Mach mal ganz in Ruhe. Ist das ätzend. Meine Mickey Maus verwandelt sich hier. Wie viel sind das nachher überhaupt? Wie viele Blätter? Also ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, das ist Wumpe, ja? Mhm. Und so wie es aufgeht.
Wenn du richtig gemacht hast, müsstest du auch 7 rauskriegen. Der Witz war gut. So. Und so macht man dann auch die Schneeflocken? Die gehen noch ein bisschen anders, aber der Anfang ist eigentlich immer gleich. Man kann auch immer mit so einem schönen, tollen Fahnenring anfangen, von dem ich ja nun Janusz halte. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der den nicht kann. Oh, macht nichts, dann muss ich den Uni können. Nö. Der, wie ich es erzähle. Ja. Knetikus hat heute so einen schönen Geist gemacht, den will ich auch können, den muss ich mir auch zeigen. Den muss ich auch noch ausprobieren. Das sieht immer so einfach bei ihm aus. Bei mir... Ich muss ja zugeben, ich habe mir ein Buch gekauft mit 3D-Figuren häkeln. Ich habe mir das vorhin einmal angeguckt und habe es danach wieder weggepackt und dachte so, irgendwann, wenn ich mal 10 Stunden Zeit habe, werde ich es mir ganz in Ruhe durchlesen. Weil ich bin da nicht so ein Mensch, da sind einfach nur ein paar Striche und ein paar Punkte und dann sagt er, bitte 5 Striche, bitte 3 Punkte, bitte das und dann soll da eine Figur entstehen. Habe ich da auch zu liegen. Das sollte ein kleines Plüschtier werden. Ja. Und es steht da die ganze Zeit was von halben Stäbchen, von wie's ich was und sonst wird aber... Hm. Naja, was Stäbchen sind halt gerne schon rausgefunden. Aber Komm her. Aber man muss dazu sagen, mit Häkeln habe ich angefangen vor 10 Jahren und habe einfach kleine viereckige Kästchen angefangen zu häkeln. Mhm. Einfach hin und her, hin und her. Mhm. Daraus ist heute jetzt schon eine große Tagesdecke geworden. Mhm. Dann ist man umgestiegen auf Kissenhöhlen machen und Blüten. Deine Stirnbänder sind auch schick. Genau. Nach und nach. Eins noch? Ja, der kriegst du noch. Ja? Du musst aber 3 Luftmaschen machen immer, ne? Ich krieg gerade, wie viele Fäden ich hier habe. Ist hier irgendwie ein Faden zu viel? Nee, alles gut. Das eine ist nur deiner, der Ach so. Übrig ist, der unten sein kann. Jetzt machst du 3 Luftmaschen. Genau. Und die nochmal rüber und dann hast du deine erste kleine Blume fertig. Hm. Das wird eine Blume. Und die kannst du irgendwo raufnähen. Warte, hier muss ich nochmal durch. Jetzt rein, genau. Jetzt da nochmal durch, du Luder. Bin ich da auch durch, richtig, wo ich sein soll? Ja. 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 Zieh fest den Faden. Komm her. Nee, nimm mal andersrum immer die Nadel. So rum. Ja, so rum. So? Hm? Genau. Hm. Und dann ziehen. Oh, ist ja noch schlimmer. Du willst doch nicht sagen, dass das schlimm ist. Warte mal, der kommt gleich. Der geht, nee, der geht bei mir nicht. So geht besser. So geht besser. Warte. Komm durch das eine, musst du noch durch. Das geht nicht. Komm, einen Faden musst du hier nur durchgehen. So. Mhm. Den musst du nur einmal wenigstens durchkriegen. Ja, das sagst du. Den schnappen dir. Ja. Und hier so, und jetzt ziehst du den durch den durch. Genau, hat der ganze Seite gemacht. Genau. Geil. So, wenn du jetzt den langen Faden abschneiden würdest, hier hinten, kannst du den langziehen und dann hast du deine erste Blüte fertig, die kleine. Was kann ich langziehen? Hier schneidest du ab. Hast du eine Schere hier? Haben wir eine Schere hier? Kannst du mir mal deine Schere rausgeben, Stefan? Aus der Tüte da, aus der großen. Das ist ein ganz Mini, macht das große Licht an. Soll ich eine Schere rein? Ja. So. So, genau. Stell mir den Finger ab! Einmal den Finger ab. Und jetzt ziehst du einmal an der Nadel. Zieh, einfach nur ziehen. Komm, komm. Zieh. Kann ich als Aufhänger nutzen. Kannst du auch machen, wenn du Aufhänger willst. Komm her. So, jetzt hast du die durchgezogen, jetzt hast du einen Anfang und ein Ende und die vernäht man dann. Nimmt man sich eine Stopfnadel und schiebt die einfach unter den Maschen durch. Ah. Und dann kannst du es abschneiden, ist den Rest. Ist das ein Traum. Und dann hast du eine kleine Blüte fertig. Guck mal, so sieht meine Blüte aus. Also könnte auch alles andere sein, aber das ist eine Blüte. Ist eine Blüte, ist eine Blüte. Zeig mal deine. Das ist eine Landhausblüte. Das ist eine schöne Blüte. Ja, die ist etwas fester. Man sieht so aus wie ja, eine sehr luftige Blüte. Hier, so was machst du, so was will ich machen, so was. Und so was. Und so was. Ich krieg ja nicht mal eine verpeste Blüte hin, Mann. Und dann willst du einen Wuschneemann machen? Ja, möchte ich gerne, aber ich krieg das nie. Das geht nie. Mensch, häkeln ist anstrengend. Aber nimmer. Da merkt man sich doch ja nichts. Klar, je öfter du das machst, desto eher merkst
das dir. Hier, nimm mal deine pinke. Ich glaube, die geht dir einfach von der Finger anstatt. Echt? Ist eine Schneeflocke vielleicht. Wir probieren es. Wir fangen wieder so an. Ach du Scheiße, geht das schon wieder los. Kann ich den irgendwie anders nehmen? Ja, kannst du. Mach eine Schlaufe und leg einmal. Genau, so reicht so. Schon. Wieder auf dem Fingerwickel den lang fahren. Mhm. Genau. Einmal eine Schlaufe durchziehen. Ich habe schon wieder keine Schlaufe mehr. So, doch, hast du gleich. So, so hast du die Schlaufe. So, nimmst du. Schnurbeln kann sie auch nicht. Nö, darum halt alles Klettverschluss. Und da durchziehen. Das ist wieder zu eng, siehst du? Du musst den hier unten einfach nur festhalten. Das nur den Faden festhalten. Das ist wieder zu eng. Warte. Warum wird denn der immer da? Willst du mal meine Nadel haben vielleicht? Die macht keinen Unterschied. Ich bin einfach zu doof. Ja, und festziehen. Wo? Oh. Am Faden unten. Ach, den hier unten. So, einfach festziehen. Einfach so, als wenn du so beide nehmen und festziehen. Festziehen. Fest. So. Ja? Ja. Fest. Gut. Wir machen 4 Luftmaschen. Die krieg, glaube ich, nur hin. 1, 2, 3, 4. Krieg die doch nicht hin. Meinst du, es ist zu eng? Nee, du bist in den Fahnen hineingekommen jetzt. Ja, durch. 1, 2, 3. Jetzt kommen sie mich holen. 4. Besser so. So. So, jetzt gehen wir wieder mit der Nadel, drin. Genau, unten rein, um den Kreis zu schließen. Ich guck mal, wisst ihr, was unten ist? Ist das unten? Am Anfang, in den Anfang. Ich komme da nie hin, ich komme da nie hin. Warte, 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 so, ich bin drin. So, und ziehst jetzt wieder den Faden, den lang, durch. Warte, warte, das wird, das wird. Den langen Faden. Hoch. Hast du das? Durch beide durch. Durch beide? Ja. Dass du wieder einen geschlossenen Ring hast. Ja! Bleib hier! Oh, bitte bleib hier! Geh nicht weg! Bitte! Ich will nicht nochmal machen. Ich so. Hast einen geschlossenen Ring. Also, ich hab da einen Punkt! Ja, bei mir ist es auch ein Punkt, aber es wird gleich einer. Achso. So, jetzt machen wir bitte 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. 5. Ich zähle hier so schnell. 4. 5. Und hängen jetzt an die Luftmaschen ein Stäbchen ran. Was denn für ein Mikado-Stäbchen? So, genau, in dem ne. Einmal rum. Warte, einmal rum. Durchs Loch durch. Welches denn? Die Kappe ja. Da ist nach... nur ein Loch. Geh da durch. Wo? Ja, da, ja, genau da in der Mitte. Kann da ich... durch. Hm? So. Hm? Bist du? Und denk mal. Ziehst wieder den Faden hier hinten durch? Durchs Loch? Warte. Warte. Ich habe irgendwie ganz viele Fäden schon wieder. Ja, ist ja richtig. Nein. Warte mal. Wir fangen doch mal an. Nein, ich bin da durchs Loch. Ich bin noch ins Loch drin. Ist das richtig, dass ich 3 hier drauf habe? Ja. Im Loch drin. Und jetzt ziehst du das durch. Den Faden. Mag. Nur durch das eine Loch. Ja, gut gesagt. Komm durch, komm durch, komm durch. Was ist das für ein Mist, ey? Komm jetzt durch. Ja. Wo ist er? Da ist er. Du bist aber, glaube ich, ein zu weit. Hör auf, ich habe schon wieder 3. Alles gut, alles gut. Jetzt nimmst du den Faden wieder und ziehst den durch die ersten 2 Ösen. Mhm. 1, 2. Genau, jetzt hast du noch 2 drauf. Ja. Und nimmst den Faden wieder von hinten und ziehst ihn nur durch die 2 Ösen. Ja? Ja, jetzt müsste dann ein Punkt haben mit so einem kleinen Häkchen dran. Ja, sieht ja schon ganz gut aus. Warte, rum, ein großes Häkchen. Ja. So, jetzt machst du 2 Luftmaschen. Warte, ich glaube, ich bin hier durch irgendeinen Faden durch. Das kann auch sein. Warte mal. Geh da nochmal rinkommen? Ist ja klar. Das will er wieder zurücknehmen. Nochmal innen. Würde er zurücknehmen, aber hat er eine Lampe? So. Ach so. So, dann machst du 2 Luftmaschen. 1, 2. Warte. 1. Und 2. Jetzt machen wir wieder ein Stäbchen rein. Oh, also was? Wieder? Wieder durch das Loch da unten? Ja. Aber durch die große hoffentlich. Nein. Oh nee! Kleine. Wo ist denn das? Das da? Der Punkt da? Ja, durchs Pünktchen. Oh, was? Fahren holen. Warum kann ich den durch den dicken durch? Nein, das geht nicht. Da durch. Ich hoffe, das ist es. Nee. Wo ist denn hier die Mitte? Da in der Mitte, da ist das Pünktchen. Oh Gott, der
Nee. Denk mal. Ja. Fahren nehmen. Von hinten wieder durchs Loch durch, dass du wieder drei drauf hast. Oder soll ich dir ein bisschen Beton machen? Ja, kann ich mit Beton machen? Habe ich drei. So, dann wieder durch zwei durchziehen. Nein, wird wem? Was? Wie, die Schnur? Hinterste Schlaufe, genau. Wir arbeiten ja immer mit der hintersten. Durch zwei durch. Hast du? Dann hast du zwei noch auf dem Haken drauf. Warte mal. Sieht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Hängst, weil du hast einen kleinen Pfand. Nee, du musst noch durch. Du musst nur den vordersten durch den hintersten durch. Irgendwie splittert sich der, spaltet sich der Faden mal so. So groß, ja? Okay, 50 Euro. Aber helft mir! Genau. Das wird nichts. Was musst du teilen? Das wird nichts. Warte mal. Mach mir den da durch. Wenn du irgendwie falsch schneidest, dann mach mir den mal durch. Kurz gucken. Das war eigentlich ja. Guck mir, das wird nie was. Also jetzt wieder irgendwas Luftgeld machen oder was? Ein bisschen pusten, ja. Drei Luftmaschen oder wie viel? Genau, drei Luftmaschen. Mach ich. Das wird mein längstes Video überhaupt. Zwei. Zwei Luftmaschen. Drei. Zwei. Zwei reichen. Ich hab zwei. So, Fahnen nehmen. Nee, ich will dann nicht wieder hinten durch. Fahnen aufnehmen erst. Warte. Ja. Nee, so. So, genau. Dann durchs Loch durch. Oh Gott, dieses scheiß Loch da. Siehst du? Der will auch nicht durch das Loch da. Ich auch nee. Genau, dann den Faden wieder von hinten aufnehmen. Durchs Loch ziehen. Ich ziehe hier alle durch. Huch, ist er irgendwie weg. Und vorsichtig. Vorsichtig ist gut. Ich hänge hier irgendwo. Ich hänge hier an irgendwas. Na, dann mach es auf. Was? Aus der Schlaufe? Aus welcher? Dann bist du wieder vorne. Was ist denn das da? Das will niemand. So. So. Jetzt bist du wieder am Anfang. Du musst den Faden aufnehmen. Ich will nicht mehr. Alles gut. Ich will nicht mehr. So, ich nehme jetzt den Faden. Nee, so nehme ich ihn. Durchs Loch durch. Warum muss man denn immer durch dieses blöde Loch? Na, weil wir ja erstmal einen Ring brauchen. Für den Anfang. Klöppel ich mir irgendwie anders. Ich schwöre dir. Ich bin schon wieder abgeholt. Na, dann probier. Das wird nie was. Das wird nie was. Mach schon weiter, mach schon weiter. Wir spulen mal kurz vor. So, sechs. So, wenn ihr jetzt sechsmal rum seid, sieht es aus wie ein Wagenrad. Ja, oder Brezel oder so. So ähnlich. So, und jetzt müssen wir ganz viele Stäbchen machen. Ist das eklig? Heißt das immer in der Mitte wieder durch? Wir gehen immer nur durch den Wagenrandöffnung, immer durch eine andere. Also na, ganz gut. So, erstmal machen wir drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Eins, in Zeitlupe, zwei, drei, drei. Genau, dann nehmen wir den Faden wieder hinten auf, mit dem Schwung. Schwung ist gut. Und dann durch das erste Wagenradloch, genau, durch wo du da dran bist. Da. Gleich da durch, durch das. Durch die dicke da? Ja. Hä? Da durch. Ja. Dann von hinten den Faden wiederholen. Mhm. Durch das große Loch durchziehen. Jetzt hast du drei offen. Warte. Jo. Genau, drei. Und jetzt ziehst du wieder durch zwei durch. Ach, den Faden. Ja. Das muss bei mir dazu sein. Achso, ich immer jetzt den Faden. Nicht irgendjemand anderen durch die Löcher da durchziehen. Den Faden. Komm mal her, ich sehe dir hier durch. Die ersten zwei. Eins. Eins, zwei. Ja. Genau. Und jetzt holst du dir den Faden von hinten nochmal. Und ziehst noch durch die letzten zwei durch. Okay. So, wenn du jetzt guckst, hast du jetzt schon automatisch... Naja, nichts. Warte. Zwei. Jetzt hast du in deinem ersten Wagenradöffnung von den sechs, hast du jetzt schon zwei Stäbchen drin. Da oben. Eins, zwei. Du vielleicht. Eins, zwei Stäbchen hast du drin. So, wir müssen in jedes von den sechs vier Stäbchen immer reinkriegen. Wir haben zwei schon drin. Also nochmal Faden hinten nehmen. Ja. Durch die Öffnung durch. Durch dieselbe, wie wir eben gegangen sind. Durch die große da? Die? Nee, in dieselbe rein. In wieder. Die Schule? Ja. Ja. Von hinten den Faden holen. Ja. Jetzt hast du drei drauf. Warte. Ja. Ja, dann wieder durch die ersten Faden nehmen und durch die ersten zwei. Und dann wieder durch zwei. Ich bin heute mit Elas Auto zurückgefahren. Auf der Rücktour. Ja? Ja,
jetzt nochmal durch die zwei durch. Was? Wieder fahren. Ach so. Und durchziehen. Ja, bleib hier. Pass auf, nicht verlieren. Nee, den verlierst du. Den will ich haben! Ich will den nicht nochmal. Nimm mal deine Nadel und. Nee, wenn du jetzt ziehst, gehst, verlierst du alles. Die Nadel hinten hier ziehst du ein ganz bisschen dran. Nein! Und gehst durch die zwei. Sag mal. Nein, ich zieh nicht! Ich will ihn haben! Nee, geh durch mit der Nadel durch das Loch. Hier? Ja? Und jetzt gehst du, jetzt ziehst du noch ein kleines Stück und gehst durch das andere Loch. Pass auf, so, dadurch. Bevor du das verlierst. So, und jetzt nochmal durch. Und jetzt nochmal. Nimmst den Faden und ziehst nochmal durch beide durch. So. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hast du schon drei hier drin. Jetzt kannst du das so ja ein bisschen hier ziehen, dass du noch den vierten reinkriegst. Weil du musst nochmal durch den da durch. So, und jetzt noch das vierte Stäbchen durch den. Also wieder durch das dicke Loch. Den Faden? Ja. Durch das dicke Loch hier? Ja. Sag, wie wir bloß durch das eine Loch da rumfummeln. Dann wieder Faden holen. Dass du drei Stäbchen drauf hast. Durch zwei. Warte. Klapp drei. Jetzt so frei. Was hängt denn da? Werner sieht verheddert aus. Ja, wa? Da hängt irgendwas. Was hängt denn da? Du hast da verdreht. Den musst du wieder aufgeben, die Masche, warte. Ich geb keine Maschen auf, ich geb keine auf. So, lass los. Ja. Jetzt hast du drei drauf. Ja. Eins, zwei, drei. Jetzt holst du dir den Faden und ziehst durch zwei durch. Hm, warte mal, ich muss die mal wegnehmen. Ist das ein Elend. Hab ich. Macht nichts. Und jetzt den Faden nochmal durch den restlichen durch. Gut. So kleine Fehler sind nicht schlimm. Ja, gut. Denkst du? Ja. So, jetzt hast du in deinem ersten von den sechs Kästchen vier Stück drin. Wo siehst du die? Bist du sicher, dass ich vier habe? Hier sieht das komisch aus. Ich sehe keine vier. Sieht aus wie ein Knäuel. Ich hab da was drin. Sieht gut aus. Das ist ein Traum. So ein Hefeteig werden. Ist doch jetzt. Mal. Nein, die macht das schöner auf. Wir mussten den letzten aufmachen. Hier hat sie. Eins, zwei, drei. Drei habe ich. Der vierte hat nur nicht geklappt. Eins. Wer denkt sich sowas aus? Ela zeigt hier bestimmt verkehrt, damit du das nicht richtig kannst. Ja, genau. Dass du bei mir kaufen musst. Ja. So, jetzt hast du die ersten vier fertig. Und denn? Dann? Ich sehe nur Löcher hier. Ja, macht nichts. Wird ja auch eine Schneeflocke. Ja. Du musst es auch überlegen, was das wird. Zwei Luftmaschen. Warte. Und jetzt fangen wir wieder mit Stäbchen an, aber diesmal in dem nächsten. Und da müssen wieder vier rein. Was ist denn das nächste Loch? Das nächste wäre das. Sicher, ja? Ja. Gott im Himmel. Also den Faden nehmen und den da durchziehen, oder? Ja, so wie eben. Durchziehen. Wisst ihr, was ich eben gemacht habe? So. Ist ja komisch, ich habe jetzt schon drei hier drauf. Ach ja, ich soll ja den da durchziehen, ja? Mhm. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Drei ist ja richtig. Dann durch zwei und dann nochmal durch zwei. Hast du wieder ein Stäbchen drauf. Hm. Und davon machst du jetzt vielleicht noch drei. Kannst du vergessen. Ich habe hier irgendwas drauf. Wir können das gern wieder im Zeitraffer machen. Sonst sitzen wir noch drei Stunden. Das ist mir Wurst. Ich habe durch zwei gezogen. Und dann? Und jetzt nochmal durch die zwei. Warte. Wird eine sehr luftige Schneeflocke, eine sehr luftige. Macht nichts, so. Ich denke mal, ich dafür ein riesen Loch habe. Warum machst du denn so eine riesen Loch? Das musst du doch jetzt nicht vor der Kamera sagen. Sag mal. Ist doch okay. Da hat sie ihr Stäbchen. Musst hier einfach nur ein bisschen enger ziehen, dann hast du hier dein Stäbchen. Jetzt ziehst du hier noch ein bisschen runter. So. Ich will nicht, wir spulen. Und, was kommt jetzt? So, jetzt haben wir die Mahnung. Jetzt fangen wir an mit den schönen Zacken hier außen. Wenn wir die haben, dann ziehen sich die Löcher nämlich auch so schön spitz. Ja, bei dir. Machen wir. So, jetzt haben wir das Wagenrad da. Mhm, warte. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Was war denn die ganze Zeit? Du siehst ja hier,
hast du die Maschen. Mhm. Dann so eins, zwei, drei, vier. Echt Maschen. Jetzt? Sind sie? Ja. Ja. Jetzt gehst du mit deiner Nadelspitze durch die erste Masche durch. Wie? Einfach da durch. Wie, ich hab hier einen Faden drauf. Ja, den lässt du drauf. Wo ist jetzt die erste? Lass los. So, hier ist bei dir da die erste. Also zwischen den Beinen, da ist eine Masche. Mhm. Dadurch. Geht ganz einfach. Mhm. Fahnen holen. Mhm. Durchziehen. Ich habe einen zu viel. Moment. Ich kriege einen zu viel. Alles gut. Durchziehen und dann durch den anderen durchziehen. Somit hast du eine feste Masche. Und das machst du jetzt bitte dreimal, bis du in den Ring rauskommst. Was? Wo komme ich hin? In dem Ring? Ja. Mein Gott, ich kenne den Film The Ring. Na, das ist so ähnlich. Wie jetzt? Jetzt muss ich hier wieder durch irgendein Loch pieken? Genau, jetzt piekst du durchs nächste. Ich denke mal, das da ist das nächste, wa? Ja. Durchpieksen. Hm. Mhm. Fahnen von hinten holen. Mhm. Zurückziehen. Hm. Jetzt hast du jetzt... Ich hab jetzt auch nichts. Ja, ich warte. Warte. Das geht doch schwer. Das geht nicht schwer, das geht eigentlich ganz einfach. Ja. Ja. Das geht überhaupt nicht. Ich hänge irgendwo. Warte mal. Ich will den da durchkriegen. Oh, mir schläft mein Finger ein. Ich habe mir schon so viel Häkel, dass ich mir den Finger abgeschnürt habe, dass er schon blau geworden ist manchmal. Na, super. Will der nicht? Nö. Warte. Warum denn nicht? Ich hasse Häkeln. Das geht nicht. Die größeren Bergier-Schnecken bieten sich für 10 bis 12 Euro an jetzt. Das ist mir egal, welche Schnecken wohin schnecken. Ich nehme die Pille und dazu häkelig. Muss ich mehr sagen? Mhm. Wechseljahre, sag ich mal. So. Die auch noch. Durch? Ja, durch. Warum bist du denn durchgekommen? So. Machst du bis ins Große? Was? Jetzt wartest du kurz so? Ich warte. Ist das furchtbar. Das wird nie eine Schneeflocke bloppen. Das wird eine Schneeflocke. Jetzt haben wir feste Maschen gemacht. Mhm. So. Jetzt. Drei Luftmaschen. Ja, die kriegen wir hin. Ihr könnt nur Luftmaschen machen. Zwei, drei. Na, wir machen jetzt ganz viele Luftmaschen. Echt? Eins. Zwei. Drei. Wir fahren zu kurz, warte. Der Fahren kann nicht kurz werden. Bei mir ja! Und jetzt machen wir 26 Schnitte. Nein! Jetzt. Ja? Nadelspitze. Ja? Durch das Loch, durch das große. Da ist durch die dicke hier? Ja. Ja. Durch. Fahnen holen von hinten. Ja. Durchziehen. Durchziehen durchs Loch. Ja. Und durch die eine Öse, die da auf der Nadel hast. Ja? Da durch. Warte, krieg hin. Verlierst du gerade. Nein, der kriegt die hin! Ja! Ja! Super! Cool. Jetzt machst du 5 Luftmaschen. Oh, Luftmaschen sind cool. 2, 3, 4, 5. Warte. 2, 3, 4. So lerne ich nachher mit Noah. 5, 10. Genau. Ja? So, jetzt dasselbe wieder. Nadelspitze nehmen, durch das große Loch durch. Hier habe ich die Riesen? Jo. Ja. Fahnen von hinten holen. Warte, bei mir ist so viel Wille hier drauf. Ja? Ja, das Loch zurückziehen. Ja, okay, warte. Nee, das wird nichts. Warte mal, ich habe irgendwie zu viel. Bleib hier. Ich bin hier. Hast du auch 16 Luftmaschen? So, ja. Und jetzt den einen wieder durch den anderen durchziehen noch. Mhm, ich habe 16 Luftmaschen. Klatsch dir gleich eine. So. Jetzt brauchen wir 7 Luftmaschen. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich zeige euch nachher weiter. Ich zeige euch mal, wo ich nach einer halben Stunde bin. Irgendwie sieht es noch genauso aus wie vorher fast. Aber auch nur fast. Nein, das macht sie ganz toll. Das machst du ganz toll. Ihr habt nie gesehen, wie ich auf dem Boden gelegen habe und jetzt zappelt. Jetzt sagt mein Psychiater auch mal zu mir. Gib dir mal die Iris schon fertig, Mann, da. Ich
kann doch nicht sein. Ich fummel hier immer noch an meine. Das ist ganz toll. Ja, aber. Das machst du super. Ihr habt Angst, oder? Dass ich wieder ausflippe. Du bist so jung. Vielleicht warten sie auch bloß drauf. Ja. Ich bin ganz toll. Ich bin ganz toll. Ich sag mir das die ganze Zeit. Komm her, hier raus. Das machst du super. So super. Oh, hier ist alles super. Super, Mona. Ja, ne? Wisst ihr, die hat in der Zeit schon 5 Dinger fertig. Ich kann nicht mal eine halbe. Aber deine sieht schöner aus. Ja, ne? Viel schöner, viel, viel schöner. Ja. Richtig die Hand gemacht. Ja. Total schick. Wie können Leute Häkeln lieben? Das macht mich so aggressiv, dieser Mist, ey. Und ich mache, dass ich nicht aggressiv werde. Ja, das kann man ja nie dabei. Ich finde ja nicht mehr die Löcher, wo ich hin muss. Das ist aber wie bis 10 zählen. Echt eine jetzt? Masche, zwei Maschen. Ja. Zähl mal laut mit. So. Eins. Eine Sonne. Zwei. Zwei Sonnen. Eine Sonnenblume. Drei. Bei 3 hapert das schon wieder. Das machst du super. Ja. 5. 27. 6. Schweig. 15. 7. Guck doch mal, die hat schon wieder was fertig. Ach, die hat sie bestimmt in der Tasche. Die schummelt, stimmt. Naja. Ja. So schnell kann man ja das nicht sein. Das machst du super, so super. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich hoffe mich auch. Glaub mit mir, die ich noch nie abgefackelt habe. Geht da nicht so genau hin. Geht doch. Klar, das geht. Hör auf! Macht mich fettig, ey. Dann ab, mein Freund. Ich werde heute Nacht im Bett neben dir häkeln. Wirst dir freuen. Ich soll mein Fahren schon mal dahin. Ihr habt dann ein Bett frei. Eine Couch. Ein Bett nicht mehr. Aber ach doch. Oh. Zwei Betten halt noch frei. Dann kannst du doch auf deinen neuen Tisch häkeln. Ja. Kannst du den Schneidersitz raufsetzen und dann häkelst du da. Draußen, ja? Möchtest du denn nicht da häkel? Ich kann es auf deine Betonschneemänner kleben. Ja. Auf die Mützen. Ja, glaub mir. Dann kannst du nämlich deine Betonschneemänner auf den Kopf hauen. Und nehme mal mir. Die ärgern mich aber, nee. Hast du ein Brot? Ich bin schon weiter. Geh weg mit deinem Brot. Wie viel machst du jetzt? 3. Warum willst du denn Brot von mir die ganze Zeit? Waren jetzt nicht 7 dran? Man halt alles schon. Ich hab schon 7, 5, 3. Nee. Was, nicht? 3, 5, 7, 5, 3. Ja, hab ich. Achso. Ich dachte, du sagst jetzt, es ist verkehrt, ey. Eigentlich waren es doch 16. Hör mal auf. Hast du Brot? Nein, ich hab kein Brot. Ich hab kein Brot. Kennst du nicht die Ente mit dem Brot? Hör mal auf. Die Ente hat auch keine 2 Fäden. Mann. Könnt ihr so eine klatschen? Oh, oh, oh. Nein, nein, bleib da. Bleib da. Mach mich verrückt. Ich sag mal schon. So. Na, siehste. Jetzt kommt wieder hier durch die Und jetzt Dinger, wa? Jetzt kommt wieder durch die einzelnen festen Maschen ziehen. Ja, durch die festen Maschen. Erklärt dir bestimmt verkehrt, damit du dir eierst. Ich rühre hier drin rum, huch. Verloren. Wem denn? Machen wir alles jetzt wieder. Jetzt zeigen wir nochmal eine feste Masche. Und wenn du mir die 95 Millionen mal zeigst. Das macht nichts. So. Dadurch, das ist ganz locker. Ziehen. Und. Warum ist der nicht bei dir ganz locker? Warum denn nicht bei mir? Weiß ich nicht, weil du zu verkrampft bist. Muss ja das Ding hier, wa? Ja, durch. Na, warte. Warte. Siehst du da? Fahnen gerissen? Nein. Der ist gut so, oder? Ja, alles gut. Und jetzt? Und jetzt machst du das, bis du bis zum nächsten drüber bist. 3 Mal noch. Ach, nee, in den 2. Und jetzt sind wir dann. Ich hab doch schon 2. Wir handeln. Na klar. Meinst du, zählt ihn danach? Ist doch egal. So, jetzt machst du weiter. Mit meinen Luftmaschen. Jetzt machst du weiter mit Luftmaschen. 3 Luftmaschen, eine feste. Keine Diskriminierung. So. So, Freunde. Was immer das doch ist. Ich bin jetzt hier.
Genau, jetzt bist du am Ende. Jetzt müsstest du einfach nur noch mal eine feste Masche, also du nimmst die Nadelspitze, suchst dir hier genau am besten da so das freie Loch, geh mal rum, ja, dadurch am besten, holst dir den Faden von hinten und ziehst den einmal durch. Du musst, nee, warte mal, was ist dein Fehler? So, hast du das? Mit meiner Hand, so. Wenn du dir den Faden holst, dann dreh mal deine Nadel dazu, dass der da untergehakt ist und dann kriegst du den nur da durchgezogen, ganz einfach. Meinst du? Also. Ja, ist er durch? Ja. So, dann machen wir einen Schnitt. Oh, der Finger. So. So. Musst du hier durch. So. Fahren gezogen und fertig. Jetzt zuppelst du dir die noch zurecht. Ich hab eine Schneeflocke. Warte doch immer, ich hab eine Schneeflocke. Sieht ganz gut aus. Leg mal auf den Tisch. Zuppeln wir jetzt. Wir ziehen die jetzt. So. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Sieht gut aus. Für die erste Schneeflocke. Knittikus, was auch immer das jetzt wir sagen. Was haben wir gesagt? Wir sagen, es ist eine Schneeflocke. Genau. Wir sagen, es ist eine Schneeflocke. Ein Unikat. Ist extra schön. Bei der nächsten Verlosung werde ich auslosen. Wer auch immer diese wunderschöne Schneeflocke haben will. Kann sie ja steigern. So. In der ganzen Zeit hat Daniela auch ein paar Schneeflocken gemacht. In der ganzen Zeit, wo ich eine Schneeflocke gemacht habe, hat sie auch ein paar gemacht. Ach ja, Blüten hat sie auch noch dazu gemacht in der Zeit. So, und da sind die anderen. Aber ich habe eine geschafft.